Am Schluss möchtest du natürlich deine Arbeit drucken. Diese hier macht nun weniger Sinn für dich, aber es ist ja auch nur ein Beispiel. Als Vorbereitung empfehle ich dir, einmal zumindest auf Dateiseite einrichten zu gehen und hier den entsprechenden Drucker zu wählen. Normalerweise steht hier alle Drucker und dann weiß eben Word nicht, welche Seitenränder dargestellt werden können. Und so ist es möglich, dass zum Beispiel die Fußzeile abgeschnitten wird. Wählst du aber den Drucker in deinem Schulhaus oder bei dir zu Hause aus, so sollte das keine Probleme machen. Selbstverständlich auch noch ein Blick auf A4. Manchmal ist es komischerweise auf US-Letter oder sonst so ein Format, das in Europa nicht gebräuchlich ist, eingestellt. Bei manchen Druckern kann man auch einstellen, dass der Druckbereich vergrößert werden soll, dass also die Ränder möglichst minimal eingestellt sind. Und mit OK wird das übernommen und jetzt können wir zum Druckbefehl übergehen. Datei drucken oder Befehl P. Und hier wiederum wählst du den richtigen Drucker. Und statt dass jetzt das schon rauskommt auf Papier, empfehle ich dir entweder eine Vorschau anzusehen, PDF in Vorschau öffnen oder sogar als PDF sichern. Das ist die sichere Variante. So siehst du es genauso, wie es am Schluss dann auch zum Druck herauskommen wird. Kannst deine Datei nochmals überprüfen, ob sie wirklich deinen Anforderungen entspricht. Und zu guter Letzt noch ein weiterer Tipp. In diesem Fall habe ich nämlich bewusst verzichtet, das Titelblatt schon reinzunehmen, weil dann immer Probleme entstehen mit dieser Durchnummerierung und den Seitenrändern. Word hat da irgendein Problem und ich finde es manchmal praktischer, wenn ich das Titelbild in irgendeinem anderen Programm machen kann, beispielsweise auch in einem Grafikprogramm wie Illustrator, das als PDF ausgebe und dieses PDF mit dem entsprechenden Programm, hier am Mac ist die Vorschau hierfür bequem, einfach zusammenfügen. Das geht allerdings nur, wenn hier die Miniaturen eingeblendet sind. Und so, allenfalls könnte man nachträglich auch noch eine leere Seite reintun, damit das Inhaltsverzeichnis quasi auf der ersten inhaltlichen Seite wäre. Hast du sehr schnell ein vollständiges und druckbereites PDF. Wenn ich das jetzt nämlich wieder speichere, Befehl S oder Ablage sichern, so ist das PDF um diese Titelseite ergänzt.